neuen Bauplan erhalten. Rucksack T3. Yes, wie viel gibt's denn da? Gibt's da nur 3 oder gibt's mehr? Schaffe ich das? Nö, schaffe ich nicht, oder? Doch, schaffe ich. Aber mir wurde es schon schwarz vor Augen. So. Bis 5 bis jetzt. Nö, hast du nicht geschafft. Was habe ich nicht geschafft? Ach so. Ich könnte jetzt da drüben noch hin. Doch, ihr habt doch noch alles einstecken. Ich habe mein Inventar noch komplett da. Ich bin genau zu der Sekunde reingelaufen. Okay, dann hast du es wohl doch gerade geschafft. Ihr habt alles Berechnung. Nein, ich sammle jetzt nichts. Wenn, dann wäre noch eine Sauerstoffbottle ganz gut. Ich könnte... Oh Gott, ich muss unbedingt zurück. Ich stecke mir jetzt mal Zeug ein, was geht. Was ist denn am wichtigsten? Die Superlegierung. Da hatte ich doch noch eine zweite. Wo habe ich die hin? Oder habe ich die jetzt gerade vorhin eingesteckt? War das die eine, die ich hatte? Ach nee, die habe ich zurückgelassen. Die habe ich zurückgelassen. Dann würde ich sagen, ich nehme Aluminium mit. Von Iridium nehme ich noch was mit. Sauerstoffmultiplikator, denke ich mal, wäre schon ganz gut, wenn ich die gleich mitnehme. Lirmasa. Ich muss aber auch so langsam mal dran denken, dass ich was zum Essen bauen muss, ne? Also anbauen muss. Hier sowas wie die Auberginen zum Beispiel. Weltraumnahrung. Goldene Statue, Rechtsklick zum Bauen. Ne, die baue ich hier definitiv nicht. Achso, ich habe ja noch eine Sauerstoffkapsel, ne? Da, ich will das gerne verschieben. Ich will die Sauerstoffkapsel da oben haben. Okay, dann schaue ich einmal ganz kurz noch, was ich mit dem Rucksack 3 brauche. 2 Aluminium, Silizium und Titan. Titan, Silizium. Genau, und natürlich den Rucksack T2. Und jetzt fliegt mir wahrscheinlich dann gleich wieder alles um die Ohren. Es gibt ja Voreinstellungen, vielleicht hast du ja das ohne Verlust. Nee, ich glaube, das ist einfach dann. Weil in diesem normalen Modus, da verlierst du auf jeden Fall ein bisschen was. Stand zumindest so da. Am besten erstmal alle Baupläne, dann musst du Wärmeskillen, dass du Nahrungsdings bekommst. Guck in deinen Bauplanmonitor, dass du siehst, was bauen kannst und wann, was du skillen musst. Näher hat Standard. So. Okay, also den Bohrer T2 kann ich ja dann bauen. Das ist der Wegetube. Das ist der Sonnenkollektor. Ach, da sieht man, ne, was ich da quasi voranbringe. Drück, drück. Ja, okay, Wärme, weil dann kann ich... Bildschirmfortschritt. B
Biodom? Das da wahrscheinlich, ne? Schild? Sauerstofftank? Die Heizung auf jeden Fall. Iridium, Silizium, Eisen. Iridium, Silizium. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Eisen auch gleich mitnehmen soll. Ich denke mal, dass... Ich weiß nicht, ob die schon so wichtig sind, aber ich nehme sie jetzt mal mit. Die Dinger wollte ich noch mitnehmen. Lieber das Eisen dann wieder da lassen. Oh, verdammt. Es passiert aber immer wieder, dass ich den falschen Button klicke, ne? Ich wollte hier sortieren. Ja, dann nehme ich noch zwei Eisen, mir ist egal. So, Wasser. Hatte ich noch irgendwo? Da habe ich Wasser. Dann trinke ich das mal. Und ich hatte das Essen hier. Dann lasse ich lieber ein Eisen da und nehme dafür das Essen mit. Weil aktuell ist es ja noch nicht so, dass ich Mengen an Nahrung habe. Fallschaden bekommt man? Weiß ich jetzt nicht. Komisch sah aus, ob ich gestorben wäre. Hatte dann wohl doch noch gepackt in letzter Sekunde. Ja. Was? Wie das vierte Besuch? Tausche im Tube gleich den Lirma gegen 600 Samen aus. Der Lirma bringt nichts, den brauchst du für anderes. Nein, es knackt nur, aber du bekommst keinen Fallschaden. Ach so. So. Heizung. Warum stelle ich eigentlich die Heizung nicht draußen hin? Ja klar, dass ich hier Innenwärme reinkriege. So, stelle ich jetzt einfach mal da in die... Okay, halt, warte mal. Ich hatte doch irgendwie... Doch, das ist die einzige Heizung, die ich habe, ne? Also, Heizung. Schön weit hinter. Es wird eng. Weil die Heizung da drinnen zu bauen geht. Ja. So ist das. Ja, keine Energie mehr, das ist ja klar. Aber ich habe doch hier Windkraft. Warte mal, das Ding. Energie 6,5. 1,2. Also sollte ich eigentlich mehr die Sonnenkollektoren bauen, ne? Und da habe ich ja auch schon gesehen, da gibt es ja dann größere dann. 17,5 KTI. Na gut. Eisen, Kobalt, Silizium. Ein Silizium, ne? Zwei Kobalt. Ich könnte auch wieder zurücklaufen, aber will ich jetzt gerade nicht. Das ist Magnesium. Silizium ist dieser komische Kackhaufen. Oder? Nee, das war Titan. Wasser. Eisen? Nein, Silizium, das ist Silizium, ja. So.
Müssen die irgendwie bestimmt ausgerichtet sein oder ist es total Latte? Ja, das sieht dann auch seltsam aus, wenn ich es zu weit drüber tue. Das ist wahrscheinlich total egal, ne, wie die stehen. Ich hab's geahnt, dass jetzt der Strom weggeht. Naja, passiert, klar. Och, ich saß hier auch schon in freudiger Überraschung. Die alten Winddinger kannst du nun abbauen. Silizium ist das schwarze Ding. Latte. Und zum Magnesium sage ich immer Häschenohren. So. Magnesium. Ne, warte mal. Hier. Silizium. Ach du, schon wieder mit deinem Sauerstoff. Oh, was hatte ich da noch drin? Ach so, stimmt, das Essen hatte ich da noch drin. Da kann ich ja auch mal mir ein Package... Da habe ich dann genau die Superlegierung. Das war nämlich das eine, was mir da noch gefehlt hat. Da habe ich auch noch Kürbiskerne. Aber die Kerne, die lohnen sich jetzt halt aktuell noch gar nicht, oder? Da muss ich halt noch... Ich habe ganz viel Kobalt oben auch. Ich muss ein Lager auch bauen. Halt, warte mal. Lieber so hinstellen. Die Heizung dann wegmachen. Nee, du brauchst einen Nahrungsdingsbums. Ich habe drei Lager, dass Bescheid weißt, was auf dich zukommt. Achso. Platziere Sammelgerät, um O2 zu erzeugen. Eisen. Jetzt habe ich da kein Eisen drin. Ich tue jetzt einfach mal den ganzen Schmonz hier raus. So, dann die zwei. Gott, das geht jetzt alles nicht. Super. Verarscht, verarscht. Ich brauche eh nochmal Eis, dass ich mir Wasser herstellen kann, weil ich glaube, Wasser habe ich auch nicht mehr. Was war das jetzt? Hab einen geschaut, der drei Etagen, zwei davon nur Schränke. Okay, der hat aber auch mehr als einen Schrank. Dann für einen Rohstoff. Josef, im Nachhinein, ich habe immer nur einen Schrank, sonst kannst du ja einen Handel aufmachen. Und das Zeug wirst nicht los, es kommt ja keiner. So, eine Flasche Wasser. Dann tue ich mir die mal reinpfeifen. Da gleich wieder hab. So. Sauerstoff. Moment, kann ich mir noch einmal herstellen. Und tue ich jetzt die drei Flaschen hier rein. Die Samen, die kann ich... Die tue ich mit drüber.
tue ich mit drüber. Kann ich die erste Kapsel eigentlich auch dann irgendwann verschrotten? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß, dass ich jetzt halt vielleicht ein bisschen viel mache. Achso, ich habe kein Eisen mehr. Aber ich will jetzt einfach nur das Zeug loshaben. Lieber nochmal einen Sauerstoffbehälter. Raus, raus. Das tue ich jetzt auch raus. So. Dann kann ich nämlich auch wieder nach oben. Ja, nach oben. Nee, die Kapsel bleibt. Nochmal, wenn Wasser kommt. Was passiert dann? Ich will nicht, dass du den Fehler machst, den ich gemacht habe beim ersten Spielstand. Es kommt Wasser, wenn Eis schmilzt. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Normalerweise, wenn Eis schmilzt, setzen sich verschiedene Stoffe frei. Aber hauptsächlich natürlich Wasser. Ach, Pittichen, komm, lass uns du weißt schon. Was mache ich denn eigentlich? Ich sammle schon wieder. Ich soll nicht sammeln. Ich will das Zeug holen. Normalerweise packe ich das ja locker mit den 200, die ich da habe. So. Ich weiß wirklich nicht, worauf du hinaus willst, weil wenn das Eis schmilzt, wird Wasser fließen wahrscheinlich. Ich weiß schon, was du meinst mit viele. Geh doch einfach den Loot holen. Mach ich doch jetzt. Verwirrst mich gerade, Pity. Zum Glück hat man hier keinen Ausdauerverbrauch, ey. Warum kann man denn einfach konstant rennen? Generell. Ja, nee. Ach, das meinst du? Sorry, hab dich missverstanden. So. Einfach rüber das Zeug. Servus. Servus. Hi Aiden. Welcome back. Ach komm, einfach rein. Damit sortieren kann ich immer noch. Oh, warte mal. Halt jetzt ein wenig gelaufen, ne? Das ist das Einzige. Du willst brennen, Bobas? Ich hab glaub nicht richtig zugehört. Karolinchen, habt ihr eine PN geschrieben? Brennen? Also ich sag mal so, wenn irgendetwas sein sollte, was mir passieren kann, dann lasst es mich passieren.
Das ist doch in Ordnung. Konstant rennen kannst, glaube ich, im Menü einstellen, habe ich mal gesehen. Ah, okay. So. Rüber, was geht? Eigentlich total egal, was ich da mitnehme. Ups. Nein, ich hatte dich nicht verstanden, was du gesagt hattest. Hat nur Brennen verstanden. Ich glaube, du sagtest Rennen. Ja. Ich habe gemeint Rennen. Weil es ist seltsam, man hat ja keinen Ausdauerverbrauch. Von daher ist dann natürlich die Frage, warum ist man nicht einfach schneller und fertig. So. Halt. Das reicht nicht, ne? Aber wenn ich jetzt nochmal hochgehe, dann werde ich mich mal kümmern. Ja gut, du stehst jetzt zu 1 vor, aber das ist mir egal. So. Ich bin leer. Ich könnte jetzt halt zumindest Wasser trinken, vielleicht was essen. Ja, ich sehe gerade, du hast Dino Runners gespielt. Ein echt langes Gameplay, nicht wahr? super lang, ja. Und aktuell gibt's Dino Runners für 39 Cent. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung, oder? Sekunde. Jetzt habe ich Orientierung verloren, da oben. Nochmal Sauerstoff. Gut. Aber das ist wirklich ein Spiel, was man sagt, also mehr als 39 Cent ist es dann auch nicht wert. Achso, Eis. So, ich weiß auch nicht, ob ich da generell nochmal nach oben muss. Werde ich natürlich im Laufe der Zeit feststellen, ob oder ob nicht. Also, ich muss auf jeden Fall zu dem Durchgang da oder zu dieser Höhle, das ist klar. Aber ob ich wegen noch was anderem hoch muss? Der Reaktor, ja, im Inneren, das ist auch klar, aber ja, selbst 39 Cent sind zu viel, so ein Reinfall. Also wenn man auf die Hektik steht, dann ja, aber ich weiß nicht, ob das Spiel noch irgendwas weiter bietet. Ich habe bei 75 Bestellungen habe ich dann aufgehört, weil es dann mir zu langweilig war. Also es kam einfach nichts Neues. Natürlich. So, aber ansonsten habe ich jetzt hier alles. Ich kann dann nur noch die Maschinen zerlegen, aber das, warum sollte ich, ne? Braucht man nicht. So, und wegen den zwei Eisen laufe ich dann auch nicht zurück. Da hinten liegt auch noch eine Kapsel. Hinten geht es auch noch irgendwo nach oben. Hm. Nee, das Spiel bleibt so. Okay. Das heißt, dann war es ein Reinfall. Aber ich glaube, ich sag auch bei dem am Anfang von dem Spiel, dass ja von dieser DNA Gaming Army oder Army Gaming bis jetzt lauter Spiele kamen, die im Ansatz eigentlich gut sind, aber irgendwie nicht weitergehen. Also da fehlt mir irgendwie was.
So, da kommt jetzt halt nur das Eisen rein. So, was ich Eisen am Anfang zu wenig hatte, habe ich jetzt halt Massen, ne? Mittlerweile stören mich die Monitore schon gar nicht mehr, aber der ist halt so komisch. Naja. Gut, dann kümmere ich mich jetzt mal um diese Ding... Nee, nicht Herstellungs... Dieses Wegetube. Aber da kann ich ja dann gleich den Zweier herstellen. Zwei Eis, Magnesium, Silizium. Okay, das heißt also, ich hole Eis. Dann schaffe ich mal Eis ran. Also bei Planet Crafter finde ich die Atmosphäre so toll, und man mal in Ruhe bauen, looten und ohne Gegner. Das stimmt, ja. Also das finde ich eben auch toll.